Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir begrüßen euch recht herzlich zum Jungfrau-Zeitung Panorama hier aus Meiringen. Heute haben wir für euch in der Sendung einen Besuch in der einzigartigen Mittulegi-Hütte, einen Besuch bei Lichtkunstwerk im Dorfzentrum von Grindelwald. Bevor wir zu unseren beiden Beiträgen kommen, gebe ich kurz zuerst noch einen Überblick über ein paar wichtige Neuigkeiten vom heutigen Tag. Weltcup wird zum Testevent. Kletterspektakel auf höchstem Niveau. Wer die Athletinnen und Athleten aus aller Welt hautnah erleben wollte, hat bisher jeweils im Frühling nach Meiringen pendeln. In den vergangenen 5 Jahren hat das Haslital Mountain Festival jeweils den Saisonauftakt im Boulder geboten und hat jährlich tausende Zuschauer ins Berner Oberland gezogen. Jetzt steht im Frühling 2022 vorerst der letzte Boulder Weltcup im Haslital auf dem Programm. Vorverkauf startet im November. In höheren Lagen ist bereits der erste Schnee gefallen und die Vorbereitungen für die 92. internationalen Lauberhornrennen 2022 sind angelaufen. Ab dem 1. November lancieren die Verantwortlichen den Vorverkauf der Lauberhorn-Tickets an allen Verkaufsstellen der Jungfraubahnen sowie an den SBB-Bahnschalter. Verkehrseinschränkungen in der Hauptstadt. Am kommenden Wochenende findet der 39. Grand Prix von Bern statt. Der Lauf findet in diesem Jahr während 2 Tagen statt und führt wie gewohnt durch die Innenstadt und die angrenzenden Quartiere. Das hat diverse Umleitungen und Strassensperrungen zur Folge. Die Mittulegi-Hütte in Grindelwald auf 3355 Meter über Meer ist ein Juwel in den Alpen. Das Juwel ist allerdings nicht ganz einfach zu erreichen. Es braucht schon einiges an klettertechnischen Fähigkeiten, um auf einen schmalen Grat raufzukommen. Wer das aber schafft, wird mit einem sagenhaften Panorama belohnt. Mein Kollege der Benjamin Abeckle hat mit Miriam Feutz geredet, der Hüttenwartin, und sie gefragt, was für sie die Faszination von dieser Unterkunft am Ostgrab vom Eiger ausmacht. Die Schönheit überwiegt die strengen Stunden, oder, ja, die du machst. Ja. Nein, ist schön. Gell, du gehst im Hochsommer gehst um 4 Uhr auf, damit die ersten 20 ab 4 Uhr aus dem Haus kommen. Und dann, wenn du das Haus voll hast, dann hast du keine Zeit für wieder ins Bett. Dann bist du einfach bis am Mittag dran, zu vorbereiten. Und ab Mittag trudelt schon die Ersten rein. Und dann wird es halt schon 11 Uhr, bis alle... Um 10 Uhr ist Nachtruhe, aber bis du wieder das Frühstück aufgedeckt hast, also wird es schon 11 Uhr, bis du im Bett bist. Also ja, 17 Stunden, 17 bis 18 Stunden. Wo kannst du den Trick erklären vom WC-Putzen, was du da machst? Also, es ist halt unangenehm. Die WCs sind halt... So, ja, Corona-Masken und ein Teebeutel, ja. Das funktioniert, ja. Wenn ich wieder gehe, ich denke, du lebst wirklich vom Morgen bis am Abend das Wetter, die Sonne, nimmst es vielleicht mehr wahr, als wenn du unten im Tal bist. Das vermisse ich sicher. Und einfach auch Begegnungen mit den vielen Leuten von allen Ecken der Welt, ja. Aber der Mann freut sich sicher, dass du wieder kommst. Ja, das sehen wir dann. Ich denke es schon mal. Ich glaube, der Haushalt, er hat gerade letztens gesagt, die Fenster sind schon nicht mehr so geputzt, aber das stört mich auch nicht, wenn ich da oben bin. Einzigartige Ausblick gibt es in Grindelwald nicht nur oben auf dem Berg, nein, es gibt es auch unten im Tal. Für eine Woche lang sind an Leitart Grindelwald im Dorfzentrum verschiedene Kunstwerke zu sehen. All die Werke basieren auf Licht und sind von 9 Künstlerinnen und Künstlern aus aller Welt und aus der Schweiz geschaffen worden. Die künstlerische Leiterin, Dursina Wirz, hat mir der Kollegin Gina Krückel erzählt, was das Publikum erwarten darf. Wir sagen, das ist ein Lichtkunstfestival. Aus meiner Sicht ist es fast eher so eine Ausstellung im öffentlichen Raum mit zeitgenössischer Kunst. Was eigentlich darum geht, vor allem eben für die lokale und regionale Bevölkerung, einen Zugang zu schaffen zu zeitgenössischer Kunst. Lichtkunst und Licht generell spricht die Leute extrem schnell an, hat sehr schnell einen Bezug dazu, man findet es faszinierend, es zieht einem richtig an. Und das war eigentlich auch die Idee, die halt Leute wirklich da zu den Leuten eigentlich kommen, die vielleicht eben sonst nicht oft in Museen gehen, in Ausstellungen, und ihnen hier im Dorf eigentlich den Zugang ermöglichen. Also letztes Jahr war das Thema Calmness, das wir eigentlich vor Corona schon ausgewählt haben, das dann sehr gut gepasst hat. Es ging ja darum, gegangen, sich wieder zurückzuziehen, sich zu besinnen. Eben so ein bisschen die Ruhe, die Stille. Wir hatten sehr viele so poetische, meditative Installationen gehabt. Und dieses Jahr ist das Thema Joie de vivre, also Lebensfreude.
Und das habe ich dann so eigentlich interpretiert, sind sehr viele interaktive, immersive Installationen, wo man Teil wird von dem Kunstwerk, wo man wirklich Kunst eigentlich am eigenen Körper wieder erleben kann. Es ist sehr lange jetzt nicht mehr möglich gewesen, in dieser Pandemie, um wirklich nahe Kunst zu erleben. Und das wollen wir eigentlich jetzt richtig zelebrieren. Ob ihr am Wochenende lieber oben auf einen Berg geht oder unten im Tal bleibt, das seht ihr gerade im Anschluss in der Wetterprognose. So oder so wünsche ich euch jetzt schon eine geruhsame Zeit und einen schönen Abend. Wieder schauen miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Schön, haben Sie eingeschaltet. Herzlich willkommen zu Ihrem Jungfrau-Zeitungswetter für das Berner Oberland. Über der Schweiz liegt eine Hochdruckbrücke. Die befindet sich vom Atlantik bis zu Osteuropa. In den tiefen Schichten hat sie jedoch noch eher feuchte Luft umeinander am Freitag. Die hat sich in Form von Hochnebel gezeigt. Auch der Samstagmorgen startet mit Hochnebel bis auf rund 1300 oder 1500 Meter. Das bei 8 Grad in Thun, Spiez und Interlaken. Oben raus strahlen die Sonne vom meist blauen Himmel, bei 5 Grad in Adelboden und Grindelwald. Auf den Nachmittag mag sich der Nebel dann zunehmend auflockern und darüber geht es mit viel Sonnenstrahlen weiter. Gibt also einen richtig guten Wandertag. Temperaturen bei 11 Grad in Adelboden, 13 Grad erwarten wir in Gstaad und in Grindelwald. Die Maximaltemperatur die liegt in Meiringen. Und auf den Bergen oben da weht ein mässiger Nordostwind. Sehr ähnlich wie am Samstag sieht es auch auf den Sonntag aus. Da starten wir zuerst mit Hochnebel bis auf rund 1000 Meter. Dann erwarten wir zunehmend Sonne bei 13 Grad. Die neue Woche startet ebenfalls mit Nebel. Da kommt es dann aber auch trotz ein paar Wolkenfelder zu recht viel Sonne mit um die 14 Grad. Und auf den Dienstag und Mittwoch nehmen dann die Wolken überhand mit lokal auch Schauer. Auf den Donnerstag erwarten wir dann wieder eine Wetterbesserung, das bei 11 Grad. Und das war es jetzt auch schon wieder von Ihrem Jungfrau-Zeitungswetter für das Berner Oberland. Ich wünsche ein wunderbares Wochenende und bis auf bald wieder.